Jo, herzlich willkommen zurück in Arcanum. Wir sind hier immer noch in Tarant. Im Bereich der Schwere. In der letzten Folge haben wir hier eine von zwei Banden ausgelöscht. Die Wachen sollten nun theoretisch in der Lage sein, die restlichen Banditen selber zu erledigen, wenn sie das denn vorhaben und nicht irgendwie von ihnen geschmiert werden. Was ist denn mit dir? Handeln wir für ein bisschen? Wer bist du? Was? Du kannst handeln. Aber nee, Quatsch, mit dir wollte ich nicht handeln. Hallo, ich möchte. Geh doch mal auf Zeiten. Hallo. Halborg-Gauner, mit dem wollte ich noch mal reden. Oh, was soll das denn sein? Ein wildes Weib bei Wölfen aufgewachsen? Was ist mit der... Oh, ihr da, Amazone, und... Hallo, Amazone, womit kann ich dienen? Das spricht, wie ich schon mal angemerkt habe, erstaunlich. Ihr aussehen wie gefährliche Mädchen. Redst du mit mir? Ihr aussehen. Ja, ich bin gefährlich, Mädchen. Was wollt ihr, Herr Mädel? Er wirft einen abschätzenden Blick zu. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn's recht ist. Warum nicht? Aber fasst euch kurz. Nee, das interessiert mich nicht mehr. Du hast noch was zu sagen? Sprecht mit Pollock, sagte Miranda, hätte euch geschickt. Hat mal schon erledigt. Was ist mit dem? Kleine Schlägerei? Was wünscht ihr? Er hat sich doch eigentlich gar nicht, ist doch eigentlich recht höflich. Bitte, Sir, ich bitte um Verzeihung. Warum sollte ich? Ich will hier keine Schlägerei auslösen. Ich kann nur hoffen, dass eure Freundlichkeit euch das ermöglicht. Jemand von meinem Stand sollte wohl jenen vergeben, die in der Gosse leben, so wie ihr. Na also, geht doch. Vielen Dank, was könnt ihr mir über die Schwere erzählen? Die Schwere ist ein Ort großartiger Möglichkeiten für alle, die Bescheid wissen. Ihr, Madame, seid eine wahrhaft glückliche Frau, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu reden und nicht mit den anderen Pennern hier. Warum? Er sieht sich misstrauisch dabei um. Was wollt ihr damit sagen, Sir? Wir vom Mauk-Clan herrschen über die Schwere. Ich weiß nicht, ob dir das entgangen ist, aber dein Boss ist totig. Möglicherweise. Dann müsst ihr euch mal mit Mux da unterhalten. Das war der Typ da hinten, glaube ich. Der hat immer Arbeit für Leute, die sich... Ja. Gut, der... Was bist denn du? Der Tod ist zu gut für euch, verräterisches Aas. Hallo? Zwergengauner? Orkwache? Oh, was soll das denn? Ja. Ich rede nochmal mit dem hier. Mir scheint, hier gibt's ansonsten... Hallo, Kaleb, habt ihr wohl einen Moment Zeit? Natürlich, wie kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr mir die Schwere erzählen? Nö. Der hat nichts. Malo ist, das ist doch Malois Papier, oder? Wer heißt denn hier Sebastian? Ich soll hier mit einem Sebastian sprechen. Warte mal, vielleicht kriege ich das raus über den Laptop. Augenblick. Sebastian. Ach so, das ist ein möglicher Begleiter. Nö, ja gut, dann kann ich mir die Mühe sparen. Ich habe deinen Tipp falsch verstanden. Wenn ihr in die Schwere betretet, bla. Genau, hier gibt es weder Plündern noch Brandschatzen. Verstanden. Ich dachte, ich könnte vielleicht den Wachen erklären, was, dass mir hier eine der Banden ausgelöscht haben, aber geht wohl nicht. Gut, dann geht's jetzt dann nach Caladon. Theoretisch müsste ich von hier aus per Schiff jetzt hinkommen. Und du? Hm? Immer noch große Klappe? Wache! Wache! Bitte tut mir nicht mehr weh. Moment, kann ich Taschendiebstahl? Nö, lohnt sich nicht. Dann lassen wir das. Zum Hafen. Also eigentlich, wie gesagt, per Schiff. Universität Handelsdistrikt Docks von Tarant. Tarantelik Dockens. Wer bist denn du, Hafenarbeiter? Seid ge Ahoi, Fremdling, seid gegrüßt. Ihr könnt mir helfen, eine Überfahrt an Bord eines Schiffs zu buchen. Da spricht ihr mit dem falschen Meister. Kommt an Bord und spricht mit dem Captain. An ihn müsst ihr euch dafür wenden. Vielen Dank, Lick, Sir. In welchen Captain? Ah ja, da hinten, gut. Schätze mal, zumindest. Hier, speichere ich mal kurz.
Bevor ich irgendwie an Zonenwechsel denke, man weiß ja nie. Du, Captain? Wie überaus seltsam, eine wilde Frau. Ich brauche jemanden, der mich nach Caladon bringt. Die Überfahrt kostet euch 100 Münzen pro Nase. Ist in Ordnung. Überfahrt für 6. Wenn ihr rechnen könnt, dann wisst ihr, dass das 600 Münzen sind. Nein, wirklich. Ich bin bereit für die Reise, bla. So, damit habe ich mir den Weg über die Karte gespart. Das finde ich nett. Sehr komfortabel. Wahrscheinlich komme ich dann so auch wieder zurück nach Tarant. Mal gucken, was es da unten gibt. Ich soll jetzt einen gewissen Misk finden, na? Aber ich schätze mal, das ist jetzt nur eine Lagerhalle ohne besonders viel Bedeutung. Ich schau trotzdem mal rein. Wer du sein? Hallo, du reden mit mich. Nee, nicht wirklich. Ich werde wahrscheinlich. Gehen wir mal in den Ort selber rein. Und erkundigen wir uns mal. Vielleicht weiß der was von einem gewissen Mist. Bleibt doch mal stehen. Würdet ihr. Nein, vielen Dank, Sir. Nutzt mir nix. Irgendwer muss doch diesen Mist kennen. Hafenarbeiter? Seid gegrüßt, Sir. Meine Eieruhr funktioniert schon wieder nicht. Die muss ich immer anschieben. Nein, ich möchte nicht überfahren. Ich bin gerade übergefahren. Was ist denn das da? Tarantinische Zeitung? Whitechurch Mörder schlägt zu. Polizei ratlos. Bürger um Mithilfe gebeten. Die Polizei ist für jeden Hinweis aus der Bevölkerung von Caladon dankbar, betont Chefinspektor Henderson heute Morgen dem Reporter unserer Zeitung gegenüber. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um diesen ruchlosen Verbrecher dingfest zu machen. Die Polizei befürchtet außerdem eine Reihe von Nachahmungstaten, wenn es nicht gelingt, den geistesgestörten Täter bald vor Gericht zu stellen. Die von der Polizei mitgeteilten Einzelheiten sind spärlich. Doch über eines muss man sich im Klaren sein. Der Killer wählt seine Opfer nach allem, was man weiß, nur in den Kreisen der Damen dieser Nacht. Das heißt jedoch nicht, dass die Öffentlichkeit sich darauf verlassen kann, fügte Chefinspektor Henderson mit müder Stimme hinzu. Wer sagt uns denn, dass der Mörder seine leichten Beute nicht eines Tages überdrüssig wird und anfängt, sich unter unseren Frauen und Töchtern umzuschauen? Jeder Bürger, der auch und nur den leisesten Hinweis auf den Fall zu haben glaubt, sollte umgehend den Chefinspektor in den St. Avenue Nummer 5 davon unterrichten. Mit dem sollte ich mal reden. Vielleicht können wir uns hier als ja, Schnüffler andienen oder als Lockvogel. Das Wetter interessiert mich gerade nicht. Was ist das hier? Das Gasthaus zum Pilzkarte. Ich verwende mal ganz kurz die Karte von auf meinem Laptop. Was? Friedhof? Vielleicht kriege ich ja hier Informationen. Wer bist denn du, Kiezel Pierce? Oh, wirklich? Barbaren sollten sich nicht unter die Feinde der Gesellschaft mischen. Ich muss jetzt gehen. Einen guten Tag noch. Schankwirt? Oh, Madame, seht euch doch an. 1000 Jahre des modischen Fortschritts einfach so da hinweggespült. Seid gegrüßt, werter Herr. Womit kann ich euch behilflich sein? Was könnt ihr mir über Victor Misk sagen? Ja, genau. Absolut nichts. Vielen Dank, denke ich. Vielleicht hier? Barkeeper? Hallo, ich würde gerne Experte. Moment, was gibt's hier? Was ist hier in der Stadt? Nein, auch nicht. Ist gerade nicht hilfreich. Elfenstadtbewohner. Hallo, dürfte ich wohl eine Frage stellen? Womit kann ich dienen, Madame? Irgendwas Besonderes? Könnt ihr mir sagen, wo ich das Haus von Victor Misk finde? Oh, die Misk-Residenz ist in der Grey Wolf Terrace Nummer 9. Und wo ist die Grey Wolf Terrace Nummer 9? Okay. Was könnt ihr mir über Victor Misk sagen?
kenne diesen Menschen nicht. Ich dankbar sein. Gut. Dann muss ich jetzt. Ich sehe es auf meinem Laptop auf der Karte. Das erleichtert mir die Sache wirklich ungeheuer. Mal einen Abgleich machen. Das muss das Haus hier sein. Spart Aufnahmezeit und ich brauche nicht so rumeiern. Wer bist du denn? Wesley, der Butler. Seid gegrüßt, Madame. Darf ich behilflich sein? Habt ihr wohl einen Moment Zeit, Wesley? Moment, Moment. Greywolf Terrace Nummer 9. Da bin ich doch richtig, oder? So, nein, hallo. Mach doch mal, mach dich doch nicht so dick, Dicker. Es ist mir ein Vergnügen, Madame. Dürfte ich wohl euren Namen erfahren? Die junge Frau vor dir trägt ein dunkelblaues Kleid, einen kleinen Hut und einen Schleier. Sie ist atemberaubend schön. Ihr Haar bernsteinfarben, ihre Augen von einem kühlen Blau, aber ein wenig verschwollen und rot. Dass du vermutest gleich, dass sie geweint hat. Ich bin Lillian Misk, die Ehefrau des verstorbenen Victor Misk. Was, des verstorbenen Mr. Misk? Er ist tot? Ja, er ist kürzlich von uns gegangen. Es ist keine 4 Tage her, dass wir ihn zu Grabe getragen haben. Mein Beileid für euren Verlust, Madame. Habt ihr wohl einen Moment Zeit? Sicher. Ich würde gern mit euch über das Buch im Schaukasten sprechen. Oh, es heißt das Buch von Durins Wahrheit, ein alter Zwergenfoliant, glaube ich. Es gehört zu Victors wertvollsten Besitztümern. Sie schluchzt leise und trocknet ihre Augen mit einem Taschentuch. Ich verstehe. Steht es zum Verkauf? Nein, leider nicht. Ich möchte es behalten aus sentimentalen Gründen. Ich habe ja da schon mal reingeschaut. Das hat uns, glaube ich, damals den Standort des Eisenclans verraten. Madame, dürfte ich euch noch ein paar andere Fragen stellen? Ich würde gern über das Buch von Durins Wahrheit sprechen. Nein, weitere Fragen? Ein paar Fragen über Viktor. Was ist mit ihm geschehen? Was möchtet ihr, Moment, fangen wir mal, was möchtet ihr gern über ihn wissen? Was ist mit ihm geschehen? Er ist ertrunken, Tränen schießen ihr in die Augen. Ich fand ihn unten an den Docks ans Ufer gespült. Wir hatten ihn schon seit Tagen nicht gesehen, aber er war schon seit ein paar Monaten so. Was meint ihr mit so? Victor war so, sie schluchzt, unausgeglichen in den letzten Monaten seines Lebens. Er bekam Wahnvorstellungen und häufig Panikattacken und das seitdem dieses verfluchte Buch wieder aufgetaucht ist. Ihr meint der Fluch von Zheng An von Kentuck Wales? Ja, seit das Buch hier in Caladon erschienen ist, war er davon überzeugt, das nächste Opfer dieses sogenannten Fluchs zu werden. Ich habe versucht, ihn zu trösten und ihm gesagt, dass alles nur Erfindung des Autors sei, aber er wollte einfach nicht zuhören. Er sagte immer, sie haben meinen alten Paar geholt und jetzt wollen sie mich holen. Wo fand das Begräbnis statt? Auf dem Friedhof von Caladon, das ist nordwestlich von hier in der Nähe des Panari-Tempels. War ein Fremder auf der Beerdigung? Nicht, dass ich wüsste. Einige unserer Freunde waren dort, die Bediensteten und einige Familienangehörigen. Noch ein paar Fragen über Viktor. Das möchte ich gerne wissen. Was ist mit seinem Vater geschehen? Moment, welche Art waren seine Wahnvorstellungen? Er sagte, dass ihm Leute folgten, dass vermummte Gestalten in Roben um ihn herum erschienen, ihn anstarrten, ihn beobachteten. Er sagte, sie bedrängten ihn, verlangten das Buch und drohten ihm schreckliche Dinge an, wenn er es ihnen nicht gäbe. Und fast genau das soll auch den vorigen Besitzern des Buchs widerfahren sein. Aber ihr selbst habt nie so etwas gesehen? Nein, ich denke, all diese Geschichten haben meinen armen Viktor in den Wahnsinn getrieben. Natürlich schaute eine geradezu unglaubliche Zahl an Sammlern bei uns vorbei, sobald sie herausgefunden hatten, dass er noch ein Exemplar des Buchs hatte, aber sie alle waren höflich und sehr professionell, kein schlechter Mensch darunter. Noch ein paar Fragen über Viktor. Was ist mit seinem Vater geschehen? Viktors Vater, Philipp Misk, war ein begeisterter Sammler von Büchern. Es gab mal eine Zeit, da hatte er die größte Sammlung in ganz Caladon. Er starb in einem Feuer. Die Ermittlungen ergaben, dass er im Studierzimmer eingeschlafen war. Sorry. Während er eine Zigarre rauchte, irgendwas muss Feuer gefangen haben und er kam dabei um. Die meisten Bücher verbrannten. Klingt nach einem inszenierten Unfall.
aber nicht Schrecken unter den Dunkelelfen. Nein, aber Viktor konnte es viele Jahre nicht finden. Sein Vater hatte das Buch in einer alten Truhe auf dem Speicher unseres Sommerhauses versteckt. Es scheint ganz so, als sei Viktors Paranoia erblich bedingt. Ist es nicht merkwürdig, dass beide unter rätselhaften Umständen ums Leben kamen? Das sehe ich anders, Madame. Hier kommen wieder die Tränen. Ich bin nicht abergläubisch. Ich vermisse meinen Viktor mehr als alles, aber diesen Unsinn glaube ich nicht. Sowohl Viktor als auch sein Vater wurden Opfer bedauerlicher Zufälle. Ich will nichts mehr davon hören. Ja, ich kann es irgendwie verstehen. Ich an Ihrer Stelle würde auch keinen Mordfall haben wollen. Noch ein paar Fragen über das Buch. Was möchtet ihr gerne über das? Habt ihr noch ein Exemplar davon? Nein, bis vor 2 Wochen trug Viktor das Buch stets bei sich. Dann kam er eines Tages heim und erklärte uns, er habe es an einem Ort versteckt, den nur er und sein alter Vater kennen. Wir hielten das natürlich alle für merkwürdig, aber andererseits war zu diesem Zeitpunkt so ziemlich alles merkwürdig an ihm. Sein alter Vater liegt wahrscheinlich auf dem Friedhof. Ich müsste mal schauen, ob die ein Familiengrab haben und dort ein bisschen rumstöbern. Noch ein paar Fragen über das Buch. Woher weiß man, dass Viktor noch ein Exemplar besaß? Zorn blitzte in ihren Augen auf. Das weiß ich nicht. Wir hatten das Geheimnis für so lange Zeit bewahrt. Nur Viktor und ich wussten darum. Und noch einige unserer Bediensteten. Aber von denen hätte nie jemand etwas verraten. Sie sind für uns wie eine Familie. Und wir haben sie stets gut behandelt. Möglicherweise hat Mr. Wales einen von ihnen ein hübsches Sümmchen für diese Informationen gezahlt. Ja, ich weiß, deshalb haben wir jeden Einzelnen befragt, aber sie alle haben jegliche Verwicklung in die Angelegenheit abgestritten. Ich vertraue ihnen. Außerdem habe ich keinen Beweis für das Gegenteil. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn jemand Nachforschungen in dieser Sache anstelle. Es wäre mir eine Ehre, euch meine Dienste anbieten zu können. Ich bin dankbar für jede Hilfe. Die Bediensteten gehen im Haus ihrer Arbeit nach. Sie dürfen gerne mit ihnen sprechen. Ich glaube, wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Wir haben Mr. Victor Misk mehr oder weniger gefunden und Lillian Misk möchte, dass ich Nachforschungen anstelle. Ja, haben wir schon verstanden. Gut. So, dann speichern wir das hier mal auf 2. Gott, war das ein langes Gespräch, aber was hilft's? Hab ich noch Zeit für einen Besuch am Friedhof? Ich denke, warte mal, vielleicht redet der Butler jetzt mit mir. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich hätte da ein paar Fragen über dieses Buch von Mr. Wales. Seine Augen weiten sich ein bisschen, er meint den Fluch von Zeng an. Diesen Unsinn. Es überrascht mich, dass ihr die Unverfrorenheit besitzt. In diesem Haus davon zu sprechen, Madame, insbesondere wenn man weiß, was es Mr. Misk angetan hat. Vergebt mir, aber stelle im Auftrag von Miss Misk Nachforschungen an. Er blickt dich durchdringend an. Wollt ihr damit andeuten, dass ich etwas damit zu tun hätte, Madame? Das habe ich nicht gesagt, Wesley, vielleicht könnt ihr mir helfen. Er wirkt erleichtert. Gut, ich bin seit vielen Jahren treuer Diener der Familie Misk. Es würde mich zutiefst betrüben, wenn Miss Misk mir nicht mehr vertrauen würde. Könnt ihr mir noch etwas sagen, das mir helfen würde? Er blickt sich um und senkt seine Stimme. Es liegt mir nicht, schlecht über andere zu sprechen, aber wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure Suche beginnen sollte, würde ich es bei Brinda, der Zofe, versuchen. Sie sieht vielleicht nicht so aus, aber sie ist, er flüstert jetzt fast, ein Halborg. Man kann ja nie wissen. Eine interessante Theorie, Wesley. Könnt ihr mir sonst noch etwas sagen? Nein, es macht mich nur furchtbar wütend, dass jemand Mr. Misk so schmählich verraten hat. Ich hoffe, ihr findet heraus, wer dafür verantwortlich ist. Ich werde mein Bestes tun, Wesley. Einen schönen Tag noch. Ja, ich werde doch niemanden verdächtigen, nur weil er ein Halborg ist. Naja, das ist dann wohl sie hier. Ich nicht willen reden, Madame. Hallo, habt ihr einen Moment Zeit? Schrecken, bla bla, nee, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Warum redet denn die nicht mit mir? Ich nicht willen reden, Madame. Hallo. Was wünscht ihr von mir? Gut, die redet nicht mit mir. Warte mal, vielleicht kann ich ihr was aus der Tasche mopsen. Das ist natürlich schon verdächtig, dass die nicht reden will, ne? Taschendiebstahl, was immer. Mal kurz in ihre Taschen gucken, ob da was Hilfreiches drin ist. Nö,
gar nichts. Die hat nichts an, nicht mal Klamotten, obwohl sie da angezogen rumsteht. So. Ja, vielleicht muss ich erst anderswo nachforschen. Wo schlafen die Bediensteten eigentlich? Keine Ahnung. Sonst hätte ich vielleicht mal nach dem Tagebuch oder sowas geguckt. Ja, du kannst aufhören zu schleichen, ist schon recht. Augenblick. Ja. Ich habe gerade mal ein bisschen auf meinem Laptop gestöbert. Wesley hat ein Haus hier, also der Butler. Und zwar irgendwo da hinten. Da werden wir mal eindringen. Also wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich an die Information anders gekommen wäre. Das muss Wesleys Haus sein. Vielleicht durch irgend, ja, wenn ich lange genug gefragt hätte oder einfach indem ich gesucht hätte, keine Ahnung. Dragon Turnabout, bla, Gedöns, unverschlossen rein. Brief. Also, Sehr geehrter Mr. Carrington, anbei erhaltet ihr den vereinbarten Betrag Elmer Burton, Schon verdächtig. Ich glaube, das hätte ich jetzt ohne meinen Laptop, also ohne auf meinem Laptop im Internet zu gucken, hätte ich jetzt hier wahrscheinlich eine ganze Weile lang rumeiern müssen. Jetzt sprechen wir den Butler nochmal auf diesen Schrieb an. Warte mal. Vier, fünf. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Das ist schon das dritte Video, das ich heute aufnehme. Und die Spezie, die ich vor 2 Stunden aufgemacht habe, ist jetzt natürlich schon warm. Bläh. Nicht so lecker. So, dir gebe ich jetzt mal die Zeitung, die brauche ich nicht. Dann kriegst du mal die Wummer. Was ich damit soll, ist mir unklar. Das habe ich ja für den Auftrag in der Schwere bekommen, aber ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. So, speichern wir mal auf der 2 nochmal. Und? Ja, wie darf ich euch behilflich sein, Madam? Was könnt ihr mir über Elmer Burpertum erzählen, Wesley? Er weckt plötzlich besorgt. Was? Was konntet ihr seine Gesichtszüge werden hart? Habt ihr etwa in meinen persönlichen Dingen herumgeschnüffelt, Madame? Wollt ihr mich zwingen, die Polizei zu rufen, Madame? Ich habe einfach so herumgefragt, macht euch irgendwas nervös? Versuchen wir es mal so rum. Nichts, absolut nichts. Mir gefallen nur eure Anschuldigungen nicht, Madame, und ich mag es nicht, wenn ihr euch in meinen persönlichen Angelegenheiten mischt, Madame. Ich empfehle euch, das nie wieder zu tun. Es gibt nichts mehr, über das wir uns unterhalten können. Bitte verlasst dieses Haus. Sofort! Wir sehen uns sicher wieder, Wesley. Einen schönen Tag noch. Bitte verlasst dieses Moment. Habt ihr wohl einen Moment Zeit? Dann müsste ich wohl diesen Mr. Burbottom aufsuchen. Vielleicht redet die jetzt mit mir. Nö, sie nicht willend reden. Wo ist denn die... Hat der überhaupt ein Haus hier? Gott, ist das kompliziert. Warte mal, ich bin gerade... Ich mach das mal offscreen. Ja, ich müsste jetzt den Saal der Aufzeichnungen, wenn ich jetzt das richtig machen will. Dazu muss ich wohl nochmal nach Tarant. Ja, hilft nix. Müssen wir nochmal nach Tarant. Wenn ich
die Quest jetzt ohne Spoiler korrekt lösen will und dort in den Saal der Aufzeichnungen mal Nachforschungen dann anstellen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so bald nochmal nach Tarant muss, aber ist halt so. Ich dachte, ich kann jetzt eine ganze Weile hier in Caladon verweilen. So, Überfahrt. Gott, das wird langsam teuer, diese Mission. Kostet bestimmt wieder 600. Was gibt es? Ich möchte in der Überfahrt. Ashbury, Blackroot, Tarant, genau. 100 Münzen. Ja, Überfahrt für 6. Zum Glück habe ich genug Öcken. Ich bin bereit. Gut. Jetzt brauche ich den Dampfzug. Zumindest haben die Programmierer an ein Schnellreisesystem gedacht. Universitätsgelände, Halle der Aufzeichnung war, glaube ich, dort, ne? Zoologische Gesellschaft. Bibliothek von Tarant. Gehen wir mal da rein. Ich bin gekommen, um die Bücher durchzugehen. Guten Tag. Nee, die Halle der Aufzeichnungen war im Rathaus. Die war im Keller des Rathauses und das ist da vorne. Hier muss ich hin. Genau. Da steht ja sogar. Saal der Aufzeichnungen und der ist da unten. Gut, dann suchen wir mal nach diesem Burrington oder wie der hieß. Nur noch ein paar Fragen. Könnt ihr mir helfen, eine bestimmte Person aufzuspüren? Mehr. Elmar Burbottom. Burbottom. Mal sehen, sie schaut ihre Aufzeichnungen durch. Ich habe da eine Adresse von Mr. Burbottom, aber das ist in Ashbury Trellis Way Nummer 14. Jawohl, dann ist unser nächstes Ziel Ashbury Trellis Way Nummer 14. Vielen Dank, Madame. Ja, das war's schon. Und ja, die Zeit ist fast um. Ich fahre jetzt, also wir werden das nächste Mal nach Ashbury aufbrechen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.